heiße Norbert Fischer, bin hier in Langenburg auf unserem Hof, der Bauer, der Käser und der Chef. Auf dem Hof leben 200 Milchschafe, machen sehr viele verschiedene Käsesorten aus Schafsmilch. Die Schafe werden morgens als erstes gemolken. Während der Melkzeit bekommen sie dann auch schon ein bisschen Heu vorgelegt. Wenn dann die Milch versorgt ist, kommen die Schafe auf die Weide. Die Käserei ist direkt an den Melkstand sozusagen und den Stall angegliedert, sodass man halt auch einen sehr kurzen Weg hat für die Milch in die Käserei. Wir verkaufen den Käse ja eigentlich bundesweit an Wiederverkäufer, die auch einen Hofladen betreiben. Es gibt im Hofladen kleine Mini-Eisbecher mit den verschiedensten Sorten. Und dann kann man sich hier am Hof irgendwo hinsetzen und das Eis genießen. Dann kann man in Ruhe im Laden sich die verschiedenen Käsesorten anschauen und einkaufen. Juliane Tag, die auch hier auf dem Hof mitlebt und mitarbeitet, hat 3 Kinderbücher gestaltet, 3 Bilderbücher. Ich wollte, dass hier Kunden sich wohlfühlen. Ja, deswegen ist es eher so ein bisschen eingebettet in diese wunderschöne Landschaft mit Grasdächern und diese Holzbauweise. Wir träumen auch von einem Hofcafé, wo dann der Besucher unsere Produkte wie Käse, Wurst oder Fleisch auch direkt genießen kann und natürlich unser gutes Eis.